Diablo 4, Season 4 neigt sich dem Ende zu und Season 5 steht bereits vor der Tür. Alle Infos rund um den Start, Ablauf der Season sowie den Season-Thema und weitere wichtige Infos findest du in diesem Video kurz und knapp zusammengefasst. Season-Start ist bereits nächsten Dienstag, der 6. August um 19 Uhr. Ich hoffe, dass Blizzard aus dem Fehler der letzten Season gelernt hat und einen Preload zur Verfügung stellt. Sollten Infos zum Preload nach der Veröffentlichung von diesem Video erscheinen, werde ich euch dies in den ersten angepinnten Kommentar mitteilen. Die Season dauert ungewöhnlicherweise nur 2 Monate und endet bereits am 8. Oktober. Am selben Tag geht dann auch schon Season 6 am Start und der Release Vessel of Hatred. Ich selbst finde kürzere Seasons super, allerdings weiß ich auch, dass der Inhalt wesentlich geringer ausfällt. Ich habe tatsächlich mit einem großen Season-Thema gerechnet, weil wir in der Season 4 kein Thema hatten, sondern nur ein Diablo 4 Rework, das für mich übrigens Diablo 4 gerettet hat. Aber bevor wir zum Season-Thema kommen, kläre ich euch erst einmal über die wichtigsten Änderungen auf. Erstens, es gibt natürlich wieder jede Menge Klassenbalancing sowie neue Aspekte und Uniques. Zu den Klassenbalancing komme ich in ein anderes Video, beziehungsweise am Samstag erfahrt ihr, wie vor jeder Season, wie die jeweiligen Klassen zum Season-Start abschneiden. So viel sei aber jetzt schon gesagt, in Season 5 ist nichts mehr so, wie es einmal war. Also falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch jetzt diesen Kanal, damit ihr das und zukünftige Infos nicht verpasst. Zweitens, es gibt wieder eine Season Quest Reihe und das Season Thema ist auch namensgebend für die Season 5 Season der Infernalen Horden. Die Infernalen Horden sind die neue Endgame Mechanik, die auch im ewigen Realm zur Verfügung stehen wird. Infernalen Horden gibt es in 8 Schwierigkeitsstufen, wobei die letzte Stufe ein Monsterlevel von 180 hat. Die ersten Stufen können bereits auf Weltstufe 3 in Zabizet freigeschaltet werden. Allerdings wird jedes Mal ein Höllenhorden-Kompass benötigt. Diese erhalten wir garantiert aus Höllenflutkisten, Albtraum-Dungeons und aus der Grube, sowie aus den Kisten vom flüsternden Baum mit einer Chance von 75%. In den Infernalen Horden müssen wir Wellen von Monster besiegen. Zwischen den Wellen können wir einen Bonus wählen, der euch in den kommenden Wellen unterstützt. Allerdings kommt jeder Bonus auch mit einer Art Fluch, der euch schwächt oder die gegnerischen Monster stärkt. Alle Boni und Malusse zählen für alle folgenden Wellen und sind stapelbar. Des Weiteren müsst ihr brennende Äther sammeln. Diesen nutzt ihr, um am Ende Belohnungskisten zu öffnen. Euer Pet sammelt ebenfalls den brennenden Äther für euch auf. Zudem habt ihr in den Ausrüstungsbelohnungskisten eine erhöhte Chance, die neuen Uniques aus der Season 5 zu erhalten. Über Uniques sind jetzt übrigens mystische Items und haben einen lila Lichtkegel und sind somit klar von normalen Uniques zu unterscheiden. Einen genauen In-Deep-Guide zu den Infernalen Horden folgt ebenfalls in Kürze. Wir sehen uns alle am 6. August in Sanctuario. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.